Habe ich da gerade Alan Walker gelesen? Moin Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute GTA 3. Ja, Alter, ich glaube, ich habe gerade Alan Walker gelesen. Also, ja, wir spielen heute GTA 3 gemeinsam. Ich weiß nicht, was uns erhofft, erwartet. Das wird auf jeden Fall ein bisschen länger gehen. Die Folgen werden so ungefähr 30 Minuten, 40, 50 gehen. Das heißt, es wird ein bisschen länger dauern, es wird ein bisschen nervig, wenn die Videos ein bisschen länger brauchen. Deswegen werde ich jetzt starten. Wir werden zocken, wir werden das machen, was GTA 3 von uns erwartet. Und ich habe auch gehört, GTA 3 soll fast wie Vice City sein, dass da Leute rumlaufen und uns einfach weird einfach rumballern, als wären das die letzten Vollidioten. Also gucken wir uns das jetzt mal an. Liberty City Bank. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Also im Endeffekt war das jetzt was mit der Brücke? Gibt's die Brücke noch? Ich weiß es ja nicht. Okay, what the f... Gib mir Liberty. Also fast du, okay. Let's go. Okay. Aber wir haben wieder hier 3, 4, 5, 6 Sterne. Also 6 Sterne schon wieder. Junge, ah, es geht schon wieder los. Ihr scheiß Bots. Ups.
This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. No. Eins muss ich noch machen. Alter, die Sprache ist ein bisschen leise. Dialoglautstärke. Junge, ich verstehe gar nichts von meinem Geschlaber. Das ist ja schlimm. Bam. Ja, ich brauche schon eine Waffe. War mal Karte Legende. Okay, es ist ein normales Gebiet hier. So viel zu spät. Ob die Motorhaube auch hier abreißt? Oh. Das war knapp, Alter. Das war sehr knapp. In die Polizei erstmal reinrasen. Ja. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Net. Zweifel stark, dass ich mit der Karre noch was machen kann. Ja, wieder fördern. Ist das nicht GTA 4 Style hier? Das ist doch die Stadt von GTA 4. Oh, damit du weißt, er ist über mir. Das war total einfach. Kameramodus. Ah, danke, dass du es mir zeigst. Ich muss auch fahren. 1500 Dollar. Für den Anfang schon gut. Kann man sich auch direkt eine Waffe kaufen. Der erste Arbeitstag. Mal Platz. I got all your own defense needs. Ich komme hier rüber. Hau ich dir eine rein. Der lass dich drauf. Also wie läuft der denn? Wer ist der Dude eigentlich? Wie man hier spielt. Ich meine, ja gut, der sieht aus wie der Typ aus GTA 4, aber naja, mit einer anderen Frise. Irgendwie haben alle denselbe gute Ausdauer. Damit meine ich scheiß Ausdauer, Alter. Keine Spank für die. Luigi said. To give you this, so here, take it.
There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Der Arme, hört ihr das jetzt auch so? Hab ich nicht schon? Oh, jetzt brauche ich nur noch eine scheiß Karre und wir haben's. Ich will den Baseball sehen mit seinem Schädel, Alter, mit seinem Fettschädel. Das ist aber wirklich wie die anderen GTAs. Hallo? 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 Ich hab drei gedrückt, du Arsch. Raus mit deiner E. Oh, ist das eine schnelle Karre? Ich glaube, der wird den nicht mehr aufwachen. Ich glaube, der bleibt für immer auf dem Boden liegen. Alter, aber diese Geräusche, wenn du über jemanden fährst. Alter. Die hören sich zu real an, Alter. Viel zu real. Das ist ja wirklich krank, Alter. Liberty City, Alter. Welcome to Liberty. Okay. In mir reinfahren. Tausend. Die ersten Missionen, Alter. Ob eine Pistole. $4,000, Alter, man verdient man gut. Die ein bisschen zu gut. Hier, der will sein Auto zurück. Man erkennt, dass ein alte GTA sind. Digga, die schießen mehr rum als ich.
Dabei bin ich nicht mal ein Fan von Schusswaffen. Hab jetzt schon eine Schusswaffe. Misty und den Mafioso. Combo, what am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. Alright, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Wieso redet er mit mir darüber, als würde ich sie anmachen wollen? Sorge ein Fahrzeug. Fahrzeug geholt. Fahr ich ohne? Wow, what the fuck? Also ich bin mir nicht sicher, ob das GTA ist. Digga, ich bin einfach der Fahrer. Für ihn bin ich einfach gefühlt der Fahrer gewesen. Nur. Ich war da doch schon und hab Dings erschlagen. Oh, die Missionen fangen jetzt schon an. Krass zu werden, Alter, was ist das? Wahrscheinlich trifft man jetzt da auf den nächsten neuen. Alter, what the fuck is that? Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Er redet ja wirklich kein Wort. Was ist eigentlich die Stadt? Ja, okay. Hier ist aber zwar eine Straße, aber irgendwie sagt mir, dass das hier abgesperrt ist. Hier oben ist die Grenze, also. Wir haben Verstecke, Luigi's Club, Joey Leone, Spray. Und ein Waffenladen. Okay, gibt es also nur zwei Waffenladen irgendwie. Ja. Wisst ihr, ich mache immer so, dass ich die erste Folge zwar kurz halte. Ich glaube dieses Mal nicht. Ich finde irgendwie das Spiel recht gut. Die Grafik muss ein bisschen besser sein. Was steht? Arschloch. My clip sits in the Lasagne. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car. Take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eaten forever. Das ist eigentlich mal ein komischen GTA-Teil. 5 Minuten Zeit, okay. Locker noch. Reicht locker. So eigentlich 5 Minuten, wenn das so nah ist, hä?
Letzten, weiß ich, was anders. Ey, was hat man, eine Schießerei oder so? Wartet mich hier wieder irgendwas? Grandioses? Und dann die ganzen LKWs hier! Oh mein Gott! Wenn er fragt, warum sein Auto kaputt ist. Ich so, ich habe gar nichts gemacht. Nur ein Bier getrunken. Ja, jetzt Urlaub, also können wir jetzt ein bisschen mehr länger Zeit haben wir. Hier kann ich Autos mit Bomben machen, oder? Scharf. Warum geht sie hoch? Warten, soll ich das Auto da abstellen? Scharf machen, schon mal die Bombe rausgehen und abhauen. Dafür kriegt man eine Goldtrophäe. 10.000 Tacken, was? Oder war das 1.000? Ne, 10.000! Der lässt ein bisschen springen. Aber warum steht hier auch jedes Mal im Weg? Das Auto muss eh wieder repariert werden. Irgendwie habe ich mich gerade in dieses Auto verliebt. Worauf man unbedingt achten müssen gleich ist, die Test von GTA zu testen, ist hier zu überprüfen. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich echt enttäuscht von GTA 3. Na, ich finde es wenigstens gut, dass man wenigstens das mit dieser Garage, da hat man den Spray gelassen hat, ne? Neuer Motor, neue Lackierung, die Cops werden dich nicht wiedererkennen. Ah, ich muss schon sagen, die Qualität ist geil. Sex, Sex, Club, Club. Sex, Club. Girls, Girls, Girls. Warte mal. Was ist denn da los? Alter, die Taxinummer 555. Alter, ich will. Warte mal, Züge sind hier aus GTA-Dings. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz zum Speicherdings. Dann speichern wir und in der nächsten Folge, wie ich ja schon gesagt habe, wird es ein bisschen länger. GTA 3 wird auch jetzt jeden Tag kommen. Ich gucke auch, ob ich GTA Immortal Phoenix überhaupt noch durchspielen will, weil extrem nerviges und lästiges Spiel ist irgendwie.
Naja. Das hier ist eigentlich gefühlt jedes Spiel, also... Was kann ich eigentlich? Geh durch den Eingang, um dein Spiel zu speichern. Okay. What? What? So speichere ich, also... Alter, what the fuck? Ist... Na gut, Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen gangsterreichen Folge GTA 3 wieder. Die erste Folge ging 27 Minuten. Eigentlich gut für den Anfang. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? GTA-Spiele sind nicht recht lang. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Teil auch nicht so lange dauern wie der bei City Teil. Bei City ging ja nur um dieses Business-Kack. Meine Füße sind durch den Boden gebackt, geil. Was war denn das? Warte mal, hier. Grafikfehler? Hier ist gerade? Hier packt man durch den Boden irgendwie. Ja, hier. Hier ist Grafikfehler. Was ist denn das? Das ist immer ein Grafikfehler. Aber naja. Das ist echt ein geiles... Wir spielen diesmal in Liberty City. Und ja, wir sehen uns. Beim nächsten Mal kommt San Andreas nach dem dritten Teil, aber erst im Januar. Der Teil wird erstmal bis, ich glaube, bis wir den 31. erreicht haben, ist das Spiel, glaube ich, schon zu Ende. Weil ich meine jetzt das Spiel wird jetzt ganz schön schnell durchgehen und so, bla bla bla. Ich werde ein bisschen länger dafür verbrauchen in einem Video, deswegen werde ich euch das jetzt schon mal erzählen. Die Videos werden ungefähr 50... Manchmal vielleicht aber auch eine ganze Stunde gehen. Aber ich bin in der Meinung, wir machen 30 Minuten. 30 bis 40 und 50. Aber ich glaube auch ein paar Videos werden davon eine Stunde gehen. Und jetzt echt mal. Ciao. Wir sehen uns bei der nächsten grandiosen GTA-Gangsterreichen-Folge wieder. Ciao.